Das Boxstudio als Blitzableiter. Im Trainingscenter am Barbarossa-Platz können die Kids mal alles rauslassen. Wenn sie wollen, trainieren sie jeden Tag und das kostenlos. Ein multikulturelles Boxprojekt für Kölner Jugendliche. Und er ist ihr neues Idol, Ex-Box-Champion Jerry Elliott. Nach Beendigung seiner Profilaufbahn kümmert er sich um den Nachwuchs. Das Herz des Nigerianers schlägt besonders für die ausländischen Kids. Boxsport ist ein kompletter Sport, nicht nur für Körperfitness, für die Seele, für den Kopf, für alles. Und ich glaube, viele Kinder haben so viel Kraft und weiß nicht, was zu tun mit dieser Kraft. Oder geht Drogen nehmen und Alkohol und Straßenkampf und so. Wenn hier ausgepowert, gehen nach Hause und schlafen oder so. Und das ist, warum ich habe dieses Projekt angefangen. Nach der Schule abhängen auf der Straße. Wie viele andere ihrer Altersgenossen wussten auch Yasin und seine Freunde nicht, wohin mit sich. Die Gefahren im Großstadtdschungel lauern an jeder Ecke. Drogen, andere Sachen, Schlägereien, sowas. Und das ist dann gut, dass wir hinkommen und so lassen unsere Power hier raus, statt draußen. Man kann seine Aggressivität hier alles rausholen, ja. Verstehen Sie, damit man nicht auf der Straße das machen soll, muss. Gut für die Jungs, dass Jerry sein Studio in ihrer Nachbarschaft eröffnet hat. Der Boxchamp wird für manche zum Erzieher. Diese Kinder sind sehr, sehr schwer zu behandeln, weil von zu Hause sehr aggressive Eltern und so. Und wenn hier kommt, will auch aggressiv. Aber ich weiß, wie man mit Kindern umgeht und so, dann ist es ein bisschen einfacher für mich. Aber ausgerechnet Boxen als Ausweg für leicht reizbare Kids? Ich glaube, wenn jemand so aggressiv ist, sollte er den Boxen machen. Wenn du den Boxen lernst, dann kommst du ein bisschen unten und so. Ich war auch aggressiv. Meine ganze Karriere war aggressiv im Ring und draußen bin ich ruhiger geworden wegen Boxen. Als junger Mann musste Jerry vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat Nigeria fliehen. Seine Kindheit war alles andere als unbeschwert. Die Hilfestellung für seine Schützlinge, für Jerry Elliott, auch eine Art Selbstheilung. Und so haben in seinem Ring der Hoffnung alle gewonnen.